Sie sind die neuen Stars auf dem Markt von Daki in Nordnigeria. 50 Euro kostete ein Esel im vergangenen Jahr. Jetzt zahlen Kunden hier mehr als das Doppelte. Seine Esel sind so beliebt, sagt Nuhu Majeki, dass er oft gar nicht schnell genug für Nachschub sorgen kann. Früher hatten wir hier mehrere Laster voller Esel, aber die Zeiten sind lange vorbei. Viele der Esel hier, erzählen die Verkäufer, würden über Mittelsmänner an Exporteure weiterverkauft. Die verschiffen Haut und Knochen der Tiere dann nach Asien. 10 bis 15 Tonnen werden derzeit laut Schätzungen jeden Monat von Nigeria nach China gebracht. Geschäftsmann Mao kommt seit vielen Jahren nach Nordnigeria. Er selbst sei nicht im Eselgeschäft, sagt er. Aber er habe gehört, dass man in seiner Heimat China mit der Haut der Tiere zehnfachen Profit machen könne. Das ist Teil unserer traditionellen Medizin. Eselgelatine ist gut für die Haut von Frauen. Sie sieht dann jünger aus. Und die Männer nutzen sie als Potenzmittel. Während sich lokale Händler über die unerwarteten Gewinne freuen und Chinas Konsumenten die Wirkungen preisen, wird die hohe Nachfrage an Eseln für Nigeria zunehmend zum Problem. Vor allem bei der Frage, welche Exporte erlaubt sind und welche nicht, scheinen lokale Behörden überfordert. Zwar ist die Ausfuhr von Eselhaut seit längerem untersagt, denn die Tiere werden in Nigeria immer seltener. Aber viele Exporteure würden Gesetzeslücken nutzen, erzählt ein Brancheninsider, und die Haut als verarbeitetes Tierprodukt deklarieren. Gelegentliche Nachfragen der Behörden ließen sich meist mit ein paar Dollarscheinen beantworten. Selbst der Chef des regionalen Zollamts gibt zu, das Problem bisher nicht in den Griff zu bekommen. Unser Durchschnittszollbeamter ist doch überhaupt nicht in der Lage zu unterscheiden, ob es sich um die Haut von Eseln, Pferden oder Kühen handelt. Auf dem Markt von Daki sind endlich wieder Esel angekommen. Stress pur für die Tiere, sagt Händler Nuhu Majeki, denn sie kommen extra aus der mehr als 100 Kilometer entfernten Grenzregion zum Niger. Wie der Händler machen sich viele hier Sorgen, dass irgendwann gar keine Esel mehr kommen.